Hallo, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Yassas, Kalosch Ir, Satesto Kanalimu. Also wie ihr seht, ich habe hier schon eine Jause hergerichtet. Extrawurst, Käseaufschnitt, diesen Milchshake von S-Budget, den habe ich schon ausgetrunken. Also verschiedene Aufstriche. Natürlich auch etwas zum Trinken, alkoholfreies Bier und Orangensaft, weil ich war heute in der Früh schon beim Spar am Grazer Hauptbahnhof und habe diese Jause dort zusammengekauft und ich freue mich schon. Sellete, Namathete, Germanica. Ich bin sehr hungrig. Binao Boli. Ich bin sehr hungrig. Ich möchte etwas essen. Thelo Nafao Kati. Ich möchte etwas essen. Ja, ich bin wieder in Wiener Neustadt. In einem Hotel, im gleichen Hotel wie auch voriges Mal am vorigen Sonntag. Und ich zeige euch jetzt wieder mein Hotelzimmer. Der Fernseher ist ausgeschaltet, weil im Fernsehen läuft sowieso nie etwas Gescheites. Im Fernsehen läuft sowieso nie etwas Gescheites. Hier gibt es verschiedenes Knappergepäck. Ja, ich bin heute schon sehr früh aufgestanden, um 4 Uhr in der Früh, und bin mit dem Zug von Graz nach Wiener Neustadt gefahren. Um 8:45 in der Früh ist vom Grazer Hauptbahnhof der Zug abgefahren und ich habe zu Hause ziemlich viel Zeit gebraucht, bis ich alle meine Sachen zusammengepackt habe. Und wie ihr seht, das ist mein Zimmer. Also wirklich ein wunderschönes Zimmer wieder einmal. Und ich habe ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung. Also das Bett, Docrevati, das Bett. Und hier im Badezimmer, voriges Mal, habe ich ein Badezimmer mit Badewanne gehabt. Diesmal ist es eine Duschkabine. So sieht das aus. Schauen wir mal in den Spiegel. Dieses T-Shirt, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, das habe ich auf Kreta gekauft, auf Toto Plusaki, Echo Aguarasi, Stinkriti. Ja, und morgen in der Früh werde ich wieder mit dem Zug nach Wien fahren, weil ich habe in Wien, morgen am Nachmittag habe ich in Wien wieder meine Aerial Hoop Trainingseinheit. Das ist jetzt in Wien meine zweite Trainingseinheit. Dauert 75 Minuten, beginnt mit einem Warm-up. Dann wiederholen wir die Figuren und die Tricks, die wir in der vorigen Stunde gelernt haben. Dann lernen wir neue Tricks und Figuren. Also wir machen verschiedene Hoop Hangs, also für diejenigen, die sich auskennen, Bike Back Balance,
Star on the Bar, Halfback Balance und ähnliche Hoop Hangs. Und voriges Mal haben wir einen neuen Trick gelernt, nämlich Cross Knee Release, so heißt dieser Trick. Das ist ein sehr schwieriger Trick, den macht man ganz oben am Ring. Also Cross Knee Release, das ist ein Trick, den macht man ganz oberhalb vom Ring. Für mich ein ganz neuer Trick, für mich eine ganz neue Figur, für mich eine sehr schwierige Figur. Die Mädels haben das sofort gekonnt, aber ich habe in meinen bisherigen Kursen andere Figuren gelernt und ich muss hier noch üben. Ich kann dafür andere Figuren und Tricks viel besser. Also zum Beispiel den Top Bar Bike oder Scarab oder Reverse Scarab Straddle in the Hoop oder andere Tricks wie Pencil Hang oder Crab Stack Under the Bar Mexican. Das sind die Tricks, die ich dafür gut kann. Alle Tricks, wofür man Kraft braucht, die kann ich sehr gut. Aber man braucht für Hoop auch Geschicklichkeit. Und man eignet sich auch ein gutes Gleichgewichtsgefühl an. Der Paraziro, das Fenster, Paraziro. Also man eignet sich auch sehr viel Gleichgewichtsgefühl an. Koordination, Beweglichkeit, Dehnbarkeit ist auch sehr wichtig. So, also jetzt habt ihr wieder mein Zimmer gesehen. Also ihr seht ein wirklich, wirklich wunderschönes Zimmer. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Elpiso Nasas Arese, Elpiso Nasas Arese, Dovidakimu. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.